Kuckuck. Da sind wir wieder. Mit der gleichen Bande. Ja. Floki, Weide. Hallo. Nicht so abfällig, wir. Bitte. Floki und der Weide! So geht's doch. Oh Gott. ne? Im Sunken Forest. Und da hole ich den Quetzel aus dem Tiefschlaf und was macht er vor Freude? Er kackt mich an. Hat er ja das Kunststückchen gelernt, was ich versucht habe, ihm beizubringen? Schön. Was, ich glaube mal, was Vernünftiges, um was ranzuholen. Nein, da bringt der Kunststückchen bei. Natürlich. Ankacken. Gut, ich wechsle kurz mal hier meine Tierchen, weil wir wollen uns jetzt aus der Höhe mal ein Terzino schnappen. Oder auch zwei, oder drei, oder vier. Mal gucken, was es so gibt. Was es so gibt. So, im Notfall müsst ihr mir ein bisschen den Hintern frei halten. Ja. Achso. Ich guck mal erstmal rein, was hier so überhaupt so ist. Wollen wir schon, oder? Ja, ich müsste nur gerade den Kram aufsetzen. Na ja, klar. So, jetzt können wir. So ganz tief eng und rein würde ich natürlich jetzt nicht fliegen mit dem, weil. Nee, bleib mal an der Decke. Deswegen. Boah. Mal ein paar Lampen aufhängen können hier. Da wird er heller. Na, hier leuchtet es doch ein bisschen. Achso, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir den Rhythmus der Folgen ein wenig geändert. Ja. Derzeit erstmal auf 2 Tage die Woche. Für, weiß nicht, 3 Wochen oder so bestimmt. Ungefähr, ne? Schätzungsweise. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es hinhaut. Richtig. Das dauert halt alles so seine Zeit, ne? Bis man hier, bisschen was zusammen hat. Ja, auf die Beine gestellt hat. Hier wären 116 dazwischen, aber hier ist natürlich auch, Solange da nichts, was mich runterreißen kann, dann geht's ja auch. Jetzt hat er nicht gesagt. Natürlich auch jetzt alle hier fleißig um mir dran. Vorsicht, der Yuti da. Oh. Ist das der Yuti, der hinter dir ist? Ja. 116er ist das, der jetzt wieder in den Pulk gemacht ist. Da ist eigentlich auch ein Polovia dabei. Der rote quasi ist das mit der 116er. Oh. Oh, jetzt los hier. Das ist alle weggemacht. Oh, ja, jetzt hast du alle hinter dir. Aber der Große ist nicht hier. Es scheint. Der Rote ist das nicht der, wo rechts der von dir weiter? Die an mir dran sind, die habe ich jetzt bei nicht. Bei 12er sind das. Wo sind der? 116er jetzt sind. Das steht mitten da bei den Terror Birds. Der doch mit dem roten Fell, ja. Ja. Achso, okay, dann. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie ein bisschen. Nö, machen ja gar nichts hier, die Jungs. Ach hier. Achso, ja, doch, warte mal, ich hab eine Idee eigentlich. Nein, Hilfe. Okay, jetzt habe ich hier schon mal 3 Terzis. Den kannst du nicht greifen, wa? Boah, das ist ja. Ja, da ist natürlich auch echt noch viel los. Hat geklappt. Na, oh, sehr gut. Selbstverständlich. Warte, warum fliege ich da immer den Quetz? Wolltest du das nochmal den Leuten erzählen? Ja, der Smitty muss den Quetz fliegen, weil ich immer sterbe in den Höhlen. Und wir wollten den Quetz nicht unbedingt verlieren. Noch nicht. Noch nicht. So, beißt er dir in den Arsch? Nee, ne? Nö, er guckt völlig verwirrt und weiß nicht, was Sache ist. So, dann sind wir ja hier chillig unterwegs. Auf unserem kleinen Plateau hier, würde ich sagen. Ich muss sagen, ob es okay ist, wenn ich jetzt anhalten würde. Wo ist denn der Weide? Macht er noch Mittag? Ach, da ist er. Macht noch Mittag, warte. So ja, ist besser, ne? Ja, ach so, das so ist er. Ja. Ja. Geht. Dann schießt er. Ist ganz gut, glaube ich. So.
ich treffe nicht. Moment. Och, so ein Job hätte ich immer gerne. Reinfliegen, greifen, rausfliegen, warten. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein anständiges Mädchen da drin finden. Wir wollen uns ja wahrscheinlich gar was züchten. Von dem guten Zeug. Natürlich. Ich glaube, wir sind nackt und Rückfeuer ein bisschen, ne? Ob es dieser Fettsack dann noch? Ja, ja, einer muss dann schon da bleiben. Ja. Mal sagen. Ich kann ja erstmal hier bleiben, mich darum kümmern. Ihr könnt ja einen ausfindig machen. Ja. Und dann kann ich tauschen, wir, einer kommt raus und ich flieg dann rein. Weil ich kann ja eh nicht so gut darin hantieren, da muss ich ja eh gucken, wie es passt, dann wäre das die Idee. Ja. Wie viel Darts brauchte der? 116 weiß ich allerdings nicht, warum? Ich kann mal so 30 bestimmt. 34. Können wir schon bald sein, ne? Guckst du mal? 5,8 von 7,3. 6. Schieß noch mal ganz kurz mit. Ich denke. Jetzt gucke ich noch mal. Sieben. Ja, ein Schuss noch. Müsste reichen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Hälfte Kibbel. Achso, ja, Kibbel tue ich mal rein. Ein mehr als angegeben. Jo, Hälfte Narkos, mein Gott. Eine Denkblockade oder was? Habe ich schon reingeschmissen. Lass mal aus unseren beiden Megalosauren ordentlich Eier rausgepresst. Da war nächtelang. Nächtelang. Da wurde erstmal 20 Kibbel gemacht. Sollte ja locker reichen. Wir haben ja 150 angerechnet. Gehofft. Vielleicht gibt's ja noch einen. Wir gucken mal, ob wir noch einen finden. Aber tut mir einen Gefallen. Ja? Wert nicht. Das kann ich nicht versprechen. Also ich könnte relativ zügig halt den Dings rausholen, meinen Agentavis, und dann herkommen. So ist nicht. Ja, der Terz, der bleibt aber nur 14 Minuten, wenn er 14 Minuten bewusstlos. Wenn er voll ist. Wenn er voll ist. Mhm. Ja, nur schnell hin wir zurück. Würde es ja noch vielleicht gehen, um was rauszuziehen. Solltest du ihn vielleicht auch voll halten? Macht man die eigentlich, machen die an einem selbst auch Schaden? Oder wollen wir die 2-12er mal wegmachen? Oder? Nö, ne? Mhm. Auch nicht. Nichts ja, riskieren jetzt hier. Können wir eigentlich. Hm? Lass mal aufpassen. Pass nur auf den Polo, ja. Ja. Noch einer? Oh ja. Waren sogar drei. Vielleicht kommt man ja mal ein paar neue. Ja, eben. Ein bisschen Bewegung muss ja rein hier in die Höhle. Ein Stück weiter müssen wir rein, aber hier ist ja noch ein breiter Gang. Hier haben wir noch ein Angebot. Ein 100er weiblich. Echt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oder ein Angebot. Oh, Beauty wieder. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier hinten noch allzu viel weiter rein sollten. Warum? Zwecks Quetzel und wieder rausfliegen, aber. Oh. Oh, ein Stückchen. Hier ist er breit. Breiter Gang. Megalo. Lovianus. Was war da? Das war der 100er. Hm, das ist ein Artefakt, guck mal. Das ist ein Lootro. Ich meine, ein Lootro. Lassen wir mal lieber. Wenn ich da jetzt keinen sehe, aber. Nö, hier lebt ja nichts, ne? Wenn es rot ist, Inder. Ne, blau. Blau, egal. Das
trotzdem nichts. Du saßt wieder hin da und dann drehst du dich auf, wenn du mich hier wieder vom Höhlenboden kratzen musst. Hast du mal ein Auge auf mich, Walle? Ich versuch's. Ich sehe dir nicht viel, aber... Ja, da bin ich ja begeistert. Guck dir beim Sterben zu. Wow. Das siehst du dann wieder, ne? Ja, dann kommt deine fette rote Schrift, das sehe ich dann. Überragender Thylakoleo-Sattel. Oh, super. Und eine Lanze. Ne? Das sind mir die Liebsten. Ja, hier könntest du ja schon mal... Naja, gut. Wird's nicht so, ne? Warte mal, hier gehst du links auch noch. Immer nach rechts auch noch rein. Aber hier ist nur ein Hang. Wieder ein Yeti. Zu allzu lange sollten wir jetzt... Baryonyx, guck mal an. Auch nicht warten, sonst macht's mit der Doppelzähmung gar nicht so viel Sinn. Naja, gut. Wenn wir jetzt einen Fetten finden, wäre das auch egal, immer. Muss auch irgendwie ein bisschen greifbar sein, der Gute. Losaurus, Megalosaurus. Boah. So. Dano, Yuti. Nix. Ich glaube, der Nahrungswert ist sehr gut von unserem. Das ist schon mal gut. Oh, hier links sind Mikroraptoren, Vorsicht. Hier habe ich ein 104er Männchen und ein 40er Weibchen. 40er Rex, ist ja nur. Wollen Sie von den Rex im Eingangsbereich ist auch noch kein neuer gespawnt, ne? Nee. Oh, hier habe ich 145 weiblich. Wie sieht's denn aus? Krieg ich den? Ja, bestimmt. Gut. Dann hol ich ihn. Ja, aber wir... Da müssen wir tauschen, ne? Einer muss raus, ja. Walle. Ja, Walle, bleibst du da beim... Ja, gerne. Ich wüsste... Oh. Hat dich der Yuti erwischt? Nee. Ich hab die Luft schon wabern sehen, aber... Okay. Oh, hier, ne? Also ganz einfach wird das nicht. Der ist Midi. Ja. Oh. Kriegen wir schon hin. Oder könnte natürlich auch sein, dass sie 24 Pullover und Megalosaurus nichts dagegen haben, dass wir den da rausholen. Vielleicht machen sie jetzt ein Schleifchen drum. Ach. Decken Sie doch nicht mit und lassen Sie in Ruhe. Ein vorweihnachtliches Geschenk. War doch gerne an. Weiß gar nicht, Gewicht ist ein bisschen niedrig, glaube ich hier. Aber ich über die Werte weiß es nicht so. Was ich sehe, kann sein, dass es gut ist für ein Tezino. So. Da bin ich ja schon mal wieder gespannt wie ein Flitzebogen, wie du das jetzt machst. In der Regel fliege ich runter, drücke die Greifentaste, greife und fliege raus. Das wäre mir am liebsten. Mal schauen, wie das wieder ein Plan so funktioniert. Ich auch. Zu schnell. Ach so, ja.
Der macht ja einen gemütlichen Ausflug. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Da hast du wohl recht. Wäre auch zu einfach, wenn es einer von denen hier unter uns wäre. Ja. Kann ich denn da nochmal zwischenlanden? Mach doch gleich. Wir sitzen hier oben auf der. Hier ist doch alles. Nee. Ja, jetzt würde es ja gehen. Jetzt macht es ja keinen Unterschied. Ich meine nur, dass ich einmal durchfliegen kann, je nachdem, wie weit es jetzt noch ist. Oder ist es gleich um die Ecke? Ganz weit ist es nicht. Na, dann dürfte es für hin und zurück reichen. Ja. Warum geht's denn nur? Nicht, dass ich mittendrin kurz vor Ende der Höhle nochmal. Nö. Ich warte hier kurz. So, ich bin da hinter dir. Ja, okay. Quasi hinter dem Pfeiler müsste der quasi schon stehen. Ich guck nochmal. Da nicht. Aber hier hin. Bin natürlich eben von einer anderen Richtung. Aber in diesem Raum hier war er auf jeden Fall. Sekunde. Ah, da. Siehst du mich noch? Naja, ich sehe dich noch. Und zwar einer von den beiden, aber ich kann dir nicht mal sagen, welcher. Die hier unten an dem Pfeiler hier stehen. Das ist ja auch ein Jutti. Okay. Irgendwas gehört, das macht mir schon wieder Angst. Was sagt deine Ausdauer? Über der Hälfte noch? Oder? Ja, knapp über der Hälfte noch. Also wenn ich jetzt ein bisschen schwebe und raus oder glaube ich, würde es gehen. Okay. Für Groß- und Herflüge würde es dann schon eng werden. Ich weiß ja nicht, was der Jutti macht, wenn ich dazu nah runterkomme. Kannst du nicht mit dem Fernglas drauf gucken, welcher von den beiden es ist? Ich kann es nicht genau erkennen, weil die direkt nebeneinander stehen. Das zeigt es mir jetzt nicht so an. Okay, du hast schon mal die zwei Pullover ein bisschen weggezogen, das ist schon mal gut. Ich kann ja gleich nochmal versuchen, den Jutti zu kriegen. Aber ich sehe mich schon wieder hier. Problem, dass ich in der Höhle ich muss gucken, ja. Was anderes hat jetzt. Auf dem Kanu. Also ich würde sagen, es ist nicht der rote, sondern der andere, aber. Willst du es versuchen? Ich weiß nicht, welchen ich jetzt habe. Was sagst du? Ich weiß nicht, welchen ich von den beiden habe, du musst mal gucken. Du hast einen kleinen. Kleinen, ja? Ja. Okay. Bis, nochmal hier oben kannst du landen. Bei mir hier, auf dem Metallding hier bestimmt. Links von dir oder was? Ja, genau. Da ruh dich kurz aus. Oder sind sogar, das noch ein 100. Ah ja. Jetzt könntest du gut greifen, glaube ich. Das ist nämlich der hier vorne gleich, der hier, an dem kannst du ihn sehen. Nicht wirklich. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Kommt hier bei mir mit, oder? Ach hier, jetzt ist er neben. Ich glaube, der ist weggespawnt. Oder irgendwo hingebackt. Ah ne, jetzt steht er ganz alleine hier. Geradeaus hinter dem Pfeiler gleich. Ist das der unter dir halt schon oder der war halt hinten? Nee, der steht hier ganz an der Wand geradeaus. Warte mal, hier jetzt. Bisschen sicher, wenn du reinfliegst. Geradeaus jetzt. Also, hier direkt unter mir jetzt. Da unten in der Ecke, der. Ja, der steht einzeln. Und alleine. Einsam. Genau, der hier quasi, ja. Hast du? Ja, perfekt, ist der richtige. Aber doch ein Kinderspiel. Ja, ging eigentlich, ne? Ein bisschen Geduld und Gefummle. 145er, das sehe ich, den immer. So sieht's aus. Jetzt hier noch wieder rausfinden aus der Bude.
Hier war es denn? Hier war es nicht, oder? Ja, hier ist richtig. Ja, ja, ist gut. Ah, ja, hier, ja. Sehr gut. Nimm es nicht persönlich, aber ich muss es aus der Hülle rausschaffen. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt hier sterben würdest, wäre es nicht so schlimm. Bin's ja auch gewohnt, ne? Und mal abgesehen davon. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Das geht schon. Du bist zweimal gestorben. Häng doch noch mal ein paar Plakate in der Stadt aus. Das ist kein Problem, mach ich dir gleich welche. Schlimme ist das, glaube ich dir sogar. Mach hier schon eine schöne schicke Leinwand fertig. Dann mach ich drauf. Okay, ist zweimal in der Waldhülle gestorben. Der Stümper, der Noob. Das dritte Spektakel steht bald an. Nee, ich glaube, ich schaff's raus. Bin noch nicht ganz draußen, aber jetzt glaube ich, hier krieg ich's hin. So, bei dem anderen Terz ist alles gut. Ja. Wir hätten jetzt auch Weibchen und Männchen gleich gebraucht, ne? Haben wir doch. Ja, ja. Was? Nochmal kurz. So, Hast du gleich kurz Zeit mitzuschießen? Ansonsten kann ich auch alleine noch rumballern. Nicht, dass hier was schief geht und er metzelt uns hier alle weg jetzt, wenn er aufwacht. Falsche Richtung? Wer ist in der falschen Richtung? Smitty, du? Wo bist du? Du bist gerade... Hinter dir. Alter. Du bist eben direkt aus der Höhle geradeaus rausgeflogen. Auf einmal bist du über mir. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob ich zu hoch vielleicht bin. Dann müsste ich nochmal neu anfliegen. Oh, 17 Schaden? Wieso? Achso. Haben die Partnerbonus denn, oder was? Ja. Ja. Scheiße. Ich hab die Falle natürlich jetzt in mir drin, ne? Falls ich die ausgehen sollten. Aber ich muss noch runterkommen oder geht's? Nee, also, ich kann treffen. Oh, geht. Dann auf ein neues. Das wird ein bisschen dauern. Ja. So, dann könnt ihr mal ganz kurz schnell was zu trinken. Mal zuschauen. Genau. So, Trinkpause ist vorbei. Das ging aber schnell. Ja, ist noch einer, nicht nur einer stürzt, weil er jetzt so rennt. Ansonsten geht's ja gut da oben auf dem Quetzsattel. Oh, ich hab's bequem. Na, das glaube ich. Hey, bin ich getroffen. Bei dem anderen ist noch alles in Ordnung, ja? Denke schon. Ich sag's, wenn er jetzt aufsteht, haben wir beide verbockt. War nicht getroffen jetzt. Ich auch nicht. Mal gucken. Ja, guck mal. Oh, die Hälfte. 4000 von 8. Ja, auch schwer verdient werden hier der Terzino. Die haben wir gleich erschossen, bevor er... Oh, das sind 10 Schaden. Der andere hatte 3 Achter im Leben, der hat bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja. Hätte erstmal noch eine Eule holen müssen. Zum Heilen. Richtig. Natürlich einpacken können, ne? Hey. Also.
Wenn ja die Darts gerade so reichen. Ja, 8-1 von 8-9. Na, siehst du. Kriegt er dazu? Ja, ungefähr 100 pro Schuss. 8-4. 8-5. Ja, so zwei Schüsschen, dann müssen wir noch haben. Ich mach's mal ein. Mal gucken, ja, reicht. Wenn er hochzählt. Reicht. Na, da liegen sie auch schon mal schön nebeneinander hier, die beiden. Wir haben es. Wunderbar. So. Mal trotzdem noch alle Hände voll zu tun jetzt hier, ne? Jo. Allerdings. Oh, der rote gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Wenn sie alle so aussehen, ne? Kurz auf die Werte gucken. Oh, Gesundheit, andere 5 zu, ja. Ah, verdammt. Nahrung auch wieder, ne? Ja, die guten Werte liegen alle da. Na, 21 Ausdauer ist gut. Relativ bei dem ersten. Bei dem kleinen. 32 Bewegungsgeschwindigkeit, ja, immerhin 25 Leben. Naja. Ich krieg da ein bisschen was drauf. Beim Zähmen. Kibbel, reingeschmissen. Achso, okay, weil eben standen noch, aber dauert bestimmt wieder ein bisschen. Ich sehe aber nicht, zeig mir doch mal irgendwas. Blöder. Musst du so ein bisschen auf den Schwanz gucken. Ja, genau, hier beim Schwanz geht's hier. Okay. Na, hier von vorne auch. Ah, alles klar hier. Ihr beiden. Ja, Markus ranballern, wa? Können sie schon mal, jetzt hat er mal gefressen. Oder waren das die Narcos? Ne, das waren die Narcos. Narcos. Oh, da war lange, bis der mal... Oh ja, bis er frisst hat, fast bevor er an den anderen gefunden hat. Da ungefähr so lange hat es gedauert. Oh. Bis das erste Mal gefressen hat vorhin, ja. Die sind echt eklig, ey. Ohne Kibbel kannst du die nicht... Das macht keinen Spaß, die ohne Kibbel zu zähmen. Und ohne Narcos, dann stehst du hier 7 Stunden. Ja. Stell dir mal vor, dann hast du das Zähmen nicht hochgedreht. Ja. So, dann kannst du da mal eine 12-Stunden-Schicht machen und drückst die ganze Zeit ja. Spamst die E-Taste voll. Bis zur Sehnscheidentzündung, du ehrlich. So sieht's aus. Und dann kommt kurz vor Schluss doch noch ein Rex an und frisst ihn auf. Oder ein Kompi. Pickt so ein bisschen dran rum. Ja. Ach, das reicht schon. Ein Mega-Neurer oder so. Das reicht schon. Naja, dann haben wir schon mal wenigstens hier schon mal einen vernünftigen Tetsi dabei, vielleicht. Wenn wir eine gezüchtet haben, holt der Smitty nochmal eben 2 neue und dann verpaaren wir die beiden Kinder und dann läuft's. Wenn das alles ist. Er bringt gleich seine Kumpels aus der Höhle, kommen die gleich raus. 50 Stück. Würde ich auch gerne mal sehen. Wie schnell ihr da die Beine in die Hand nehmt. Ja. Ist noch was Spannendes zu erzählen oder wollen wir. Was sind wir denn machen schon? Machen wir erstmal eine Zähnpäuschen, ne? Würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Erlauben wir uns das mal. Und lösen euch mal von dem faulen Rumgeliege. Boah, 63% hat der erste. Der ist aber schon gute 20 Minuten dabei. Mhm. Das wird noch ein bisschen dauern. Jo. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ja, auch von meiner Seite. Wenn die Pause jetzt für mich war. Selbstverständlich, sehr gut erkannt. Und schalt auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Ja. Nee, das heißt es eigentlich nicht. Ach so. Ich dachte, Entschuldigung, habe ich die Pause jetzt falsch verstanden? Ah nee, so wird das nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Tschüss.